Sie bietet rund 400 Kindern eine Chance, die vor kurzem eröffnete Kurt-Treffner-Schule in Uganda. Gespendet hat sie der Innsbrucker Kurt Treffner, ein pensionierter ORF-Kameramann und Kollege. Die ehrenamtliche Organisation im Hintergrund wurde vor 11 Jahren von 2 Tirolern gegründet. Das Geld dabei kommt, so wird betont, zu 100% den Projekten vor Ort zugute. Wie, das sehen Sie jetzt. Noch immer ist Kurt Treffner ganz überwältigt von den Bildern der Eröffnungsfeier für seine Schule in Uganda. Vor 1,5 Jahren traf er sich zum ersten Mal mit den Tiroler Gründern der Hilfsorganisation Kindern eine Chance, Stefan Pleger und Gabi Ziller. Ich war dienstlich öfter in Afrika früher und habe gesehen, dass man mit relativ wenig Geld sehr viel schaffen kann. Bin dann auf den Verein Kindern eine Chance gestoßen und habe mir gedacht, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, eine sinnvolle Investition zu machen, an der ich mich auch erfreuen kann. 1,5 Jahre später ist die Kurt-Treffner-Schule in Uganda fertig. Mit tatkräftiger Unterstützung der einheimischen Bevölkerung wurden die Gebäude für insgesamt 400 Volksschul- und Kindergartenkinder errichtet. Für uns ist Bildung der Schlüssel zur Entwicklung. Und wir wollen wirklich keine Elite schaffen in Uganda, sondern wir wollen möglichst vielen Kindern dort die Möglichkeit für eine Grundausbildung geben. Und wir wollen auch, dass wir keine Mentalität des Handaufhaltens kreieren. Deswegen sagen wir auch ganz bewusst, Jugendliche ab dem Alter von etwa 14, 15 Jahren müssen aktiv mitarbeiten, müssen was beitragen, müssen selber die Dinge in die Hand nehmen. Weil wenn man diese Handaufhaltmentalität kreiert, tut man dem Land Uganda, glaube ich, nichts Gutes. Es ist bereits die 11. Schule der Hilfsorganisation. Wie viel sie gekostet hat, das will Kurt Treffner nicht sagen. Zur Eröffnung gab es jedenfalls ein Riesenfest mit über 1000 Teilnehmern aus der ganzen Region. Ich habe mir gewünscht, dass es ein kleines Fest gibt, aber dass es dann ein solch tolles Fest wird, das hat mich wirklich emotional total erwischt. Und ich habe müssen kämpfen, dass ich dann nicht in Tränen ausgebrochen bin. Kindern eine Chance arbeitet in Österreich rein ehrenamtlich. In Uganda beschäftigt man über 250 Einheimische. Mittlerweile gibt es neben Kindergärten und Schulen Paten- und Schuljausenprogrammen für über 18.000 Kinder, auch Behinderteneinrichtungen mit Therapie und Unterricht. Kinder, die nicht das Glück haben, in eine Behinderteneinrichtung wie unsere Sibiskul zu kommen, die würden sonst am Boden in einer Lehmhütte jämmerlich dahin vegetieren. Also wir haben viele Fälle, die wir wirklich durch unsere Sozialarbeiter aus den Dörfern holen, die zum Teil eingesperrt in Ställen wohnen müssen, wo einmal am Tag ein Essen eingestellt wird, weil die Familien sich für die Kinder schämen und einfach nicht wissen, was sie mit den Kindern tun sollen. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ebenfalls ein zentrales Anliegen der Tiroler. Über 70 Brunnen wurden bislang gebaut. Wenn man sich vorstellt, wenn ein Kind einen Kilometer zum nächsten Brunnen gehen muss, dann ist das unheimlich viel Arbeitszeit für das Kind. Und wir haben uns bemüht, wirklich in Regionen, wo es überhaupt keine Brunnen gibt, wo die Kinder aus offenen Wasserpfützen das Wasser geschöpft haben, dort Brunnen zu bohren. Kurt Treffner hat zur Eröffnung seiner Schule einen Ziegenbock und einen Hahn geschenkt bekommen. Ein Zeichen der Verbundenheit mit Land und Leuten. Ich bin stolz, dass ich das habe können finanzieren und ich werde sicher auch wieder mal hinfahren und mir das anschauen, was da draus geworden ist und ob sich das weiterentwickelt hat und wie es den Leuten dort geht. Ja.